Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Showcase Punktberechnen. Es gibt eine Webseite, auf der könnt ihr die Punkte für euren Showcase berechnen. Wozu braucht man das? Ja, vielleicht für morgen, wenn der nächste Showcase ansteht. Oder übermorgen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wir wissen ja manchmal schon vorher, welcher Showcase als nächstes kommt. Und ich hatte halt leider schon die Erfahrung gemacht, dass ich auch schon mal ein Pokémon hatte, das hatte XL und es war besser als mein XXL, weil es halt einfach schwerer war. Es gibt drei Faktoren, die zu den Punkteberechnungen dazu zählen. Es ist die Größe, das Gewicht und die EV-Punkte, und zwar jeder einzelne EV-Punkt. Auf der Webseite könnt ihr dann die ganzen Werte eingeben. Ihr müsst aber auch vorher das Pokémon auswählen. Das ist essentiell wichtig, weil da auch gewisse Größen und Gewichte hinterlegt sind. Ich habe auch mal überprüft, ob denn die Punkte stimmen. Hier habe ich zwei Beispiele für euch. Ich habe das dritte Beispiel, kann man zum Beispiel auch nochmal nachgucken. Also die stimmen, die Punkte. Das Problem ist aber, man bekommt ja nur eine Range, man bekommt ja jetzt nicht die genauen Punkte. Aber dann könnt ihr wenigstens abschätzen, ob das Pokémon richtig gut ist. Die Webseite, wie sie lautet, steht hier. Und ja, viel Spaß beim Bewerten, so könnt ihr jetzt endlich mal euren Beutel vielleicht ein bisschen aufräumen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das ist besonders wichtig. Gerne auch einen Kommentar, und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal, Batsch!